Dann zum Tagesordnungspunkt 2, Bericht des Oberbürgermeisters. Und nun wollen wir einsteigen in die weitere Abarbeitung unserer Tagesordnung haben. Zunächst unter Tagesordnungspunkt 3 die Einwohnerfragestunde. Und da sind verschiedene Einwohner, die ihre Fragen eingereicht wurden, ausgewählt wurden, sie hier auch im Stadtrat mündlich vorzutragen. Und ich darf beginnen und nach vorne bitten, Herrn Kürse. Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Anwesende, sehr geehrte zuschauende Zuhörende, erlauben Sie mir bitte vorher einen Dank an alle, die sich für die Stadt einsetzen und hier leben. Ein besonderer Dank gilt natürlich Ihnen hier im Stadtrat am Ende der Legislatur. Ein ganz herzlicher Dank also Ihnen. Ich bewundere Ihre Ausdauer und Ihre Geduld. Und das führt mich gleich zu meinen Fragen, die ich hier stellen möchte. Und zwar gibt es einen Stadtratsbeschluss, dass eine Liste geführt werden muss mit den Beschlüssen, die bisher nicht erfüllt wurden. Mit Stand 2022, als diese Liste das erste Mal eingeführt wurde, da gab es 344 nicht umgesetzte Stadtratsbeschlüsse und im März diesen Jahres gab es über 400 Stadtratsbeschlüsse. Der Kiessee Leuben, wo eine Badestelle eingerichtet werden soll, ist nur ein Beispiel. Dieser Beschluss ist aus 2019. Die Angaben habe ich alle aus einem Artikel in der Sächsischen Zeitung vom März. Von Herrn Andreas Weller. Und daraus leite ich halt meine Fragen ab an den Herrn Oberbürgermeister. Wie schätzt der Herr Oberbürgermeister die Situation ein und welche Konsequenzen zieht er aus dieser Einschätzung? Ja, vielen Dank, Herr Gösser, für Ihre Frage. Da kann ich nahtlos an meine Ausführungen zum Bericht des Oberbürgermeisters anknüpfen. Wir haben in den vergangenen Jahren viele, viele spannende, viele kluge Beschlüsse gefasst. Nur alles in der Addition ist weder kapazitativ noch finanziell möglich, parallel zu untersetzen. Und das wird mit dem Vorausblick, den ich schon für die nächsten Jahre gemacht habe, dass wir den Gürtel enger schnallen müssen, eher uns noch stärker herausfordern. Und deswegen diskutieren wir gerade auch in einem Leitungsteam neben dem Doppelhaushalt und der Mittelfristplanung Ihnen auch eine Liste vorzulegen, wo es Anpassung bzw. auch Aufhebung von Stadtratsbeschlüssen geben muss. Oder wo man auch sagt, wenn ich nach 10 Jahren die Beschlüsse nicht umsetzen konnte, dass sie automatisch dann wieder neu beantragt werden müssen, weil ansonsten schleppen wir mit. Je mehr man in der Pipeline drin hat, umso langsamer wird das Gesamtsystem und weniger Output. Und wir können uns nur begrenzt viele Thematiken miteinander leisten und müssen eine viel deutlichere Prioritätensetzung vornehmen. Und das wird die Herausforderung sein. Jetzt konkret auf den Punkt, den Sie angeschnitten haben, den Kiessee Leupen. Da haben wir auch, die Diskussion läuft ja schon 30 Jahre. Und der Wunsch der Bürgerschaft, bin ich schon noch als Schüler auch dort baden gegangen, und es war damals schon illegal gewesen, ja, genau, und ist bis heute geblieben. Und die große Chance, die wir jetzt haben, ist über die Bundesgartenausstellung, zu der wir ja heute noch zum Durchführungsvertrag kommen, eine Thematik und dann mit einer hohen Quoten auch von Förderungen tatsächlich in die Realität umzusetzen. Das ist die große Chance, mal in eine Ordnung in Leupen der Kiessee und des Umfeldes hineinzukommen und die wir beherzt ergreifen sollten. Aber es wird nicht alles, das kann ich schon 100% sagen, alle 400 offenen Beschlüsse sind nicht
realitätsnah umsetzbar, weil diese Finanzkraft hat die Verwaltung oder die Stadt Dresden nicht. Und zwar ist meine Frage noch, wirkt die Stadt oder die Verwaltung auch nach außen? Ich habe gehört, es gab mal 5.000 Bauvorschriften, mittlerweile sollen es 20.000 Bauvorschriften sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch Ratsbeschlüsse hemmen oder Ausführungen davon hemmen könnte. Wie wirkt die Stadt nach außen in dieser Beziehung? Das ist eine relativ pauschale Frage. Also dafür gibt es ja dann die Interessensvertretung der Kommunen. So wirken wir gemeinschaftlich in den Spitzengremien des Sächsischen, des Deutschen Städtetages mit. Ich bin selber da auch im Präsidium. Viele der Kollegen sind in den Fachausschüssen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Und gerade das Thema Bürokratieabbau ist ja eins, was über Generationen immer wieder vorgetragen wird. Nur sehen wir in unserer Gesellschaft, und das ist dann das Gegenwirkende, jeder hat so seine persönlichen Interessen. Und die persönlichen Interessen vorgetragen werden immer stärker auch eingefordert. Und damit stehen wir uns auch ein Stück selber im Wege. Wenn wir so zurück an die Anfang der 90er denken, wo wir die Ärmel hochgekrempelt haben und gemacht haben, dahin sollten wir mal wiederkommen. Bürokratieabbau, wie sieht es dann in der Verwaltung aus? Gibt es da Untersuchungen und Analysen, welche Hemmnisse da bestehen bei der Umsetzung dieser Stadtratsbeschlüsse? Also, wir werden uns natürlich auch mit dieser Frage beschäftigen und das ist schon das, was ich eingangs gesagt habe. Der größte Beschleuniger ist, wenn wir uns darauf konzentrieren in der Prioritätensetzung, was wir auch real umsetzen können. Sie können sich eine Röhre nehmen und je mehr Sie dort in die Röhre hineinstecken, umso mehr ist sie verstopft und kommt gar nichts raus. Wenn Sie aber nur so viel reinstecken, wie auch durchläuft, geht das schnell, zügig und wird auch entsprechend realisiert. Und das ist unsere Aufgabe, die wir jetzt unter dem Thema Haushaltsplanung hier gerade in der Leitungsmannschaft diskutieren und wie der neue Stadtrat dann auch die entsprechenden Prioritätendiskussionen mit uns durchzuführen hat. Denn das wird eigentlich der wesentliche Beschleunigungsfaktor sein, sich das vorzunehmen, was auch wirklich schaffbar ist. Und nicht zu suggerieren, Thematiken, die alle schön sind. Es gibt viele gute Argumente für viele Thematiken, die der Rat beschlossen hat, aber alles auf einmal geht eben halt nicht. Vielen Dank für Ihre Frage und für Ihr Engagement. So, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Ich darf nach vorne bitten, Frau Beate Hantschak. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Anwesende, ich freue mich, dass ich hier sprechen darf. Mein Name ist Beate Hantschak. Ich komme aus dem Ortsteil Kossebaude, wo der schöne Stausee liegt. Und wir kämpfen seit 5 Jahren für dieses Bad und vor allem für diesen Stausee. Und meine erste Frage oder meine Hauptfrage ist, was unternimmt die Stadt für die Erhaltung des Stauseebades mit dem unteren Stausee und wie sieht die langfristige Planung aus? Hier übernimmt die Beantwortung der erste Bürgermeister, Herr Donhauser. Ja, sehr geehrte Frau Hantschak, wie im Schriftverkehr zu von Ihnen eingereichten Petitionen seinerzeit schon ausgeführt, haben die technischen Werke im Auftrag des Oberbürgermeisters die Aufgabe übernommen, die laut Beschluss zur Petition geforderte Lösung zu entwickeln. Mit der Umsetzung wurde die Sachsenenergie beauftragt. Mit Unterstützung der Stesat GmbH soll ein Nachnutzungskonzept für das gesamte Areal entwickelt, eine Kostenermittlung angestellt und eine Risikobetrachtung durchgeführt werden. Damit soll die Grundlage gegeben sein, mit der Vattenfall Wasserkraft GmbH in Übernahmeverhandlungen zu treten. Die Beauftragung der Sachsenenergie bedeutet nicht gleichzeitig, dass diese
später Übernehmer sein wird. Diese Entscheidung wird vom Nachnutzungskonzept sowie finanztechnischen Überlegungen abhängig sein. Um trotzdem sicherzustellen, dass wir den Badbetrieb im Kossebaude, im Stauseebad sicherzustellen, wird nach wie vor jedes Kalenderjahr eine neue Vereinbarung mit Vattenfall geschlossen. So wird es also auch wieder für 2025 der Fall sein, wo wir davon ausgehen können, dass wir Ende des Jahres soweit sind und ich meine in meinem Sinne da auch Erfolg melden können. Aber solange noch nie dieses Nachnutzungskonzept vorliegt, werden wir da in jährlichen Schritten vorgehen müssen. Noch zwei Zusatzfragen stellen. Die erste, wenn der Pachtvertrag mit Vattenfall zum Jahresende ausläuft, wer wird dann die Pumpen für die notwendige Einspeisung von dem Grundwasser in den unteren Stausee betreiben? Das Bäder GmbH verhandelt nach wie vor und noch dieses Jahr wieder um den Weiterbetrieb, um das Ganze sicherzustellen. Dieses Stilllegungsverfahren bedeutet ja auch, das muss ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Das wird also noch viele Jahre bedürfen, dass also erstmal überhaupt stillgelegt werden kann. Insofern wird auch Vattenfall weiter verpflichtet sein, dort Vorkehrungen zu treffen. Und das bedeutet aber für uns, jedes Jahr auch mit Vattenfall zu sprechen, dass man also im Sinne der Eröffnung des Stauseebads, also was den Wasserspiegel vor allen Dingen angeht, dass man dort auch entsprechend weitermachen kann. Wäre, hat die Stadt geprüft, ob man das Pumpspeicherwerk und den unteren Stausee als Bestandteil des Stauseebades wirtschaftlich als Einheit betreiben kann? Das hatte ich gerade versucht, nochmal deutlich zu machen, dass das in diesem Nachnutzungskonzept eine Rolle spielen wird, wo also Sachsen Energie plus Stesat GmbH beauftragt worden sind, dort Überlegungen bzw. Konzepte vorzulegen. Das ist also ein Paket und je nachdem, was dann im Konzept stehen wird, wird die Verwaltung intern, aber natürlich auch der Stadtrat entscheiden müssen, ob man das als Einheit weiter betreiben will. Frau Jenisch würde zum letzten Punkt noch mal ergänzen. Also es gab ja bisher schon energiewirtschaftliche Untersuchungen zur Nachnutzung, die nicht zu einem finanzierbaren Nachnutzungskonzept geführt haben. Auch bei unserem Unternehmen. Wir haben uns aber als Umweltklimabereich vorgenommen, wenn die Wärmeplanung vorliegt, also nächstes Jahr, und wir wissen, wie die Netzentwicklung ist und wie wir lokal die Wärmeversorgung absichern, nochmal eine Studie zu Speicherthemen und zur Nachnutzung des Pumpspeicherkraftwerks in Auftrag zu geben. Durch dieses langdauernde Planfeststellungsverfahren haben wir ja jede Zeit und auch da behalten wir natürlich die Badnutzung im Blick, die städtisches Ziel ist. Na, und darüber werden wir dann natürlich auch öffentlich informieren. Vielen Dank, Frau Hanschak. So, dann kommen wir zum nächsten Bürger, der eine Frage eingereicht hat. Ist Jörg Neser da? Ist nicht da. Dann habe ich als nächste Wortmeldung signalisiert bekommen, und da sollte die Fragende da sein, Martina Walter. Martina Walter, bitteschön. Schönen guten Abend, mein Name ist Martina Walter, ich wohne in Dresden-Gorbitz. Und nachdem ich die letzten 4 Jahre aufgrund der unsäglichen Maßnahmen nicht mehr Straßenbahn gefahren bin, nutze ich das jetzt wieder, denn das Verkehrsnetz ist ja sehr gut ausgebaut in Dresden. Aber dabei musste ich feststellen, dass die Haltestellen ja teilweise extrem verdreckt sind. Auch am Albertplatz ist mir aufgefallen, um die Brunnen herum sieht es furchtbar aus und es ist eigentlich eine Schande für die Stadt. Als ich heute hierher gelaufen bin vom Ostragehege, habe ich mir auch bewusster nochmal die Haltestellen hier in der Stadt angesehen. Die sind auch verdreckt und fleckig und meine Frage ist eigentlich, was kann die Stadt dafür tun, dass sich das bessert als Kulturstadt, als Touristenstadt? Und ja, das wäre mein Anliegen. Ja, vielen Dank. Hier übernimmt die Beantwortung die zweite Bürgermeisterin, Frau Jenichen.
Sehr geehrte Frau Walter, ich teile diesen Eindruck aus Sicht auf viele Stadtteile. Sie haben ja einige Beispiele geschildert, die völlig nachvollziehbar sind. Leider hat die Neigung, Schmutz in der Stadt zu hinterlassen, sehr zugenommen in den letzten Jahren. Es gibt viele Beiträge, um die Sauberkeit wiederherzustellen, genügend zu gewährleisten. Alles, was wir als Stadtverwaltung in Auftrag geben, regelmäßige Reinigungen, zusätzliche Reinigungen bei den Haltestellen auf den Grünanlagen, bezahlen wir als Steuerzahlermitteln, was natürlich das Problem nicht kleiner macht. Wir versuchen, die Reinigungszyklen entsprechend anzupassen. Wir haben an vielen Stellen zusätzliche Müllbehälter aufgestellt. Da haben sich sowohl der Stadtrat durch Beschlüsse, durch zusätzliches Geld für den Haushalt engagiert, als auch die Stadtbezirke in ihrem Einflussbereich. Aber offensichtlich reicht das nicht. Und deshalb versuchen wir mit Kampagnen seit Jahrzehnten die Menschen zu erreichen und von diesem Tun abzuhalten. Ich habe eine lange Antwort vorbereitet bekommen, die Sie dann noch schriftlich erhalten werden. Ich werde jetzt die wichtigsten Punkte vortragen, damit ich Ihnen keinen Vortrag halten muss. Wir können auch gerne nach der Fragestunde noch persönlich reden, wenn Sie das möchten. Seit 2019 haben wir verstärkt in die Öffentlichkeitsarbeit investiert, um das Bewusstsein zu schärfen und die Folgen deutlich zu machen. Es gab eine Plakatkampagne, die Sie vielleicht auch wahrgenommen haben, 19. Es gab besondere Initiativen von Dresdner Künstlern, also zum Beispiel Thomas Juditsch, der mit Unterstützung der Kunstkommission Plastiken an den Papierkörben am Elberadweg, und die Elbwiesen sind da ja auch ein Schwerpunkt leider, auf den Partymüll aufmerksam gemacht hat. Es ist ein Kurzfilm entstanden unter Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern und einiger Persönlichkeit des Dresdner Stadtlebens, der bei den Filmnächten immer gezeigt wird. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Projekte mit zusätzlichen Abfallbehältern und Papierkörben. Und im Frühjahr 2023 wurde die bestehende Kampagne nicht ganz sauber, also das ist dieser Hashtag, in den sozialen Medien noch um eine stadtweit getragene Zigarettenkampagne erweitert. Das beruht auch auf einem Beschluss des Stadtrates. Da es während der Pandemie keine zentralen Elbwiesenreinigungen gab, haben wir 2021 sogenannte Putzaktionen ins Leben gerufen, wo sich Bürgerinnen und Bürger melden können, auf städtische Kosten sich einen Müllsack holen können, Abfälle aufsammeln. Dafür gibt es auch Handschuhe und das wird dann auf Kosten der Stadt beräumt, allerdings auch wieder auf Steuerzahlermitteln. Das wird ganz, ganz rege in Anspruch genommen. 2023 haben sich da 4.300 Freiwillige im Rahmen von 124 Putzaktionen engagiert. Und seit 2022 ist dieses Angebot für Kinder- und Jugendeinrichtungen mit einer Vorab-Abfallberatung buchbar. Wir leisten auch umweltpädagogischen Umweltunterricht in den Schulen und Kitas. Es gibt ein Kinderbuch und damit veranstalten wir sozusagen so viel bürgerschaftliches Engagement unterstützen, dass viele Menschen sensibilisiert werden. Ich glaube, das reicht noch nicht. Wir müssen da mehr tun. An den Engagierten liegt es nicht. Es wird natürlich auch eine Haushaltsfrage sein, wie viel wir da als Stadt für die notwendige Stadtsauberkeit investieren können. Wie gesagt, wir würden Ihnen das dann nochmal schriftlich ausführlich zuschicken. Ich hoffe, damit erstmal beantwortet zu haben, wie wir vorgehen. Wir legen im Herbst dem neuen Stadtrat dann, wie alle 5 Jahre, das Abfallwirtschaftskonzept wieder vor. Abfallvermeidung, Restabfallbehandlung und so. Und das wird auch den Schwerpunkt Stadtsauberkeit haben, weil wir die Situation eben auch so sehen, wie sie ist, nämlich ungenügend. Ist unbefriedigend für mich, muss ich sagen, weil das ja offensichtlich eine Aufgabe ist, die, naja, wöchentlich oder öfters erledigt werden muss. Und diese Aktion mit der sauberen Elbe, mit den Elbwiesen und so, das ist okay, finde ich auch gut so. Aber das, was hier im Stadtgebiet rumliegt, der Müll, der dort fliegt, das ist eben eigentlich eine Schande. Ich bin darauf gekommen, mich hier zu melden, weil ich dieses Jahr doch einige Male im Ausland unterwegs gewesen bin und dort sowas nicht sehen musste.
Richtig, das hat. Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht ins Wort fallen. Okay. Also das ist mir auch immer aufgefallen, wenn ich im Ausland unterwegs bin, dass es nicht überall so ist wie bei uns. Das hat aber was mit dem Verhalten der Menschen zu tun. Sie haben ja einige Beispiele genannt. Ich würde Ihnen in der Antwort nochmal aufschreiben lassen, wie oft da gereinigt wird. Also teilweise täglich. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir die Aufgabe den Ehrenamtlichen überlassen wollen. Das wäre auch unfair und falsch. Also wir tun das mit sehr, sehr hohen Kosten, aber es gibt eben auch noch viele Leute, die ihr Zeug einfach fallen und stehen lassen. Okay, danke. Danke für Ihre Frage. Als nächstes darf ich nach vorne bitten, Matthias Moschke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, mein Name ist Matthias Moschke, ich bin 65 Jahre alt und EU-Rentner und möchte mich bei Ihnen bedanken, dass ich meine Frage, die mich bewegt, Ihnen heute vortragen darf. Eine Frage, von der ich ausgehe, dass sie nicht nur mich persönlich, sondern tausende Dresdner betrifft bzw. alsbald betreffen wird. Es geht mir um die Preisgestaltung über das, man möchte schon fast sagen, fast Preisdiktat der Sachsenenergie bei Fernwärme. Wir haben im Frühjahr diesen Jahres die Fernwärmeheizkostenabrechnung vom Vermieter von der Vonovia für den Zeitraum 1.10.22 bis 30.09.23 bekommen. Unser Abrechnungszeitraum, wie gesagt, läuft nicht mit dem Jahr, sondern immer vom 1.10. bis zum 30.09. Hängt auch mit dem Einzug zusammen. Also, wir waren, ich muss sagen, also doch angenehm erleichtert, als wir feststellen konnten, dass also der befürchtete Sprung, Kostensprung, der auf uns zukommt, dass der eigentlich in einem moderaten Rahmen geblieben war. Wir haben also für den Zeitraum Oktober 22 bis September 23 real 1.050 Euro Heizkosten bezahlt. Das Jahr davor waren es 950, also es war der Sprung war zu verkraften. Ein kritisches Nachfragen, wie denn jetzt doch eigentlich dieses doch für uns erleichternde Ergebnis zustande gekommen ist, ergab aber zweifelsfrei, dass es nicht nur dass der sparsamere Umgang mit Heizungs, also wir verbrauchen eigentlich immer das gleiche Level als Zwei-Personen-Haushalt, sondern dass der Ursprung doch maßgeblichst in der Preisdeckelung, die also seitens der Bundesrepublik vorgenommen worden ist, begründet liegt. Dass also der Preisdeckel, wie also in diesem Abrechnungszeitraum, den ich benannt habe, 9,5 Cent pro Kilowattstunde für die Fernwärme bezahlt habe, also Fernwärme und Heizung. Also man muss auch nochmal sagen, es sind alles Steuergelder, aber die Verantwortlichen, die das also da entschieden haben, also man muss schon Danke dafür sagen. Und jetzt taucht nun das Problem auf, dass also nun sämtliche dieser unterstützenden Maßnahmen ausgelaufen sind. Und ein realistischer Blick ins Heute zeigt, dass die Sachsenenergie heute einen Preis aufruft für Fernwärme, ganz genau könnte ich es nicht eruieren, zwischen 16,5 bis 17 Cent. Also ein Sprung von 9,5 Cent auf, jetzt sage ich 17 Cent, der uns also dann im nächsten Jahr, also heute in einem Jahr, sicherlich den Atem stillstehen lässt. Es ist allgemein bekannt, dass also momentan auch auf dem Weltmarkt damit auch auf den Binnenmärkten die Preise also für Strom, Erdgas und Erdöl doch zurückgehen. Und die Sachsenenergie macht ja auch, verschließt davor ja auch nicht die Augen. Also beispielsweise für den Verbraucher, der also von der Sachsenenergie Erdgas für seine Heiztherme bezieht, also nicht
ins Fernwärmenetz angeschlossen ist, sondern mit Erdgas seine Heiztherme betreibt und damit Warmwasser und Heizung herstellt. Da ist zum 1.6. ist der Preis um 1,4 Cent pro Kilowattstunde gesenkt worden, sodass also jetzt real dort der Preis wohl bei 11,9 Cent liegt. Und ich möchte bitte die Frage stellen, weil uns macht es Sorge, was uns dann im kommenden Jahr mit der Abrechnung erwarten wird. Ich möchte die Frage bitte stellen, welche Möglichkeiten hat die Stadt Dresden eine Preiskontrolle hinsichtlich des Geschäftsgebarens der Sachsen Energie wahrzunehmen? Und die zweite Frage damit im Zusammenhang auch sicherlich vieler Dresdner, gibt es bereits jetzt innerhalb der Stadt Gedanken oder Ideen oder Vorbereitungen? Wir wissen, wir haben heute Abend heute schon viel gehört wieder um die Fragen, dass das Geld hinten und vorne nicht reicht. Aber man kann ja nicht die Augen davor verschließen, dass heute in einem Jahr viele Bürger sicherlich vor der Frage stehen werden, um Gottes Himmels Willen, wie wollen wir das jetzt bezahlen? Das ist das Anliegen, was mich umtreibt und deswegen bin ich heute bei Ihnen gewesen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Moschke, für mal die Frage, die Sie gestellt haben und natürlich die Sorge, die Sie da umtreibt. Jetzt erstmal zunächst zur Beantwortung im Sinne von, wie weit ist die Sachsenenergie frei in der Preisgestaltung? Das ist sie nicht, sondern es ist ein regelgebundenes System. Da ist eine komplizierte Formel dahinter, die verpflichtend ist, nach der der Preis gleitend berechnet wird. Die ist auch für alle nachvollziehbar einsehbar. Auf der Seite der DREWAG kann man die im Internet sich dann auch anschauen. Insoweit kann weder die Sachsenenergie noch wir als Stadt da preisregulierend eingreifen. Im Wesentlichen ist die Herausforderung, wie entwickeln sich die Preise auf den Weltmärkten mehr. Da hat es einen dramatischen zwischenzeitlichen Anstieg der Gaspreise gegeben, auf denen und unsere Versorgung der Fernwärme ist fast ausschließlich auf Gas bezogen. Mittlerweile gehen die Preise wieder zurück, sind aber noch über dem, was wir vor Ukraine-Krieg Niveau haben. Man wird wohl auch nie auf das Niveau wieder zurückkommen, also man muss mit erhöhten Preisen rechnen. Und die Formel ist vereinfacht so, dass sie immer mit 3 Monaten Nachlauf auf Preisänderungen auf dem Gasmarkt reagiert. Also wenn es Preissenkung beim Gas gab, würde es mit 3 Monaten Nachlauf ebenso bei der Fernwärme entsprechend ankommen. Insoweit bin ich erstmal auch da optimistisch, dass wir auch zu einer Preisstabilisierung oder auch wieder Senkung auf in Richtung Vorniveau kommen. Auf der anderen Seite ist die Frage, und das ist ein bisschen das Groteske dran, in den vergangenen Jahren sind die Städte gut gefahren, die jetzt auf Kohlekraftwerke-Basis oder auf auch Müllverbrennungsanlagen-Basis die Fernwärme entstehen lassen haben, weil die kostengünstiger in der Erstellung waren als die gasgetriebenen. Da hoffe ich, dass auf der einen Seite natürlich über alles, was im Sinne der Gesetzlichkeiten der CO2-Bepreisung und des Wandels da eine Anpassung auch in Zukunft passieren wird. Zum Zweiten sind wir da rein, auch als Stadt, im Sinne der Dekarbonisierung, der Ausbindung aus dem Thema Gasbetriebenen, auf der einen Seite mit dem sogenannten Ring-30-Projekt, also im Sinne der, können Sie lachen, aber es geht um die Entsorgungssicherheit dieser Stadt und das zu günstigen, bezahlbaren Preisen. Und das ist ein sehr wichtiges Anliegen für viele Bürger. Und deswegen ist das ein enorm wichtiges Thema, genauso wie es dann auch in Ergänzung mit Wärmepumpen. Und am Ende der Tage brauchen wir, das haben wir auch in dem Konzept hier der Sachsen Energie zur Wärmeversorgung dieser Stadt auch aufgezeigt. Wir werden die Wärmeversorgung nur ohne Gas sicherstellen können, wenn wir an das Fernnetz, das Wasserstoffnetzes angebunden werden und darüber dann die entsprechende Versorgung der Stadt sicherstellen können. Das ist jetzt ein Prozess für die nächsten Jahre und das nächste Jahrzehnt, der nicht trivial ist, damit es bezahlbar bleibt. Zum Zweiten auch, dass wir die Anschlussdichte weiter verstärken wollen und auch
weitere Kunden an das Fernwärmenetz anschließen wollen. Und natürlich, je mehr wir auch Abnehmer haben, umso effizienter können wir die Wärmegewinnung produzieren und auch die Preisgestaltung stabilisieren. Aber es ist ein ganz wichtiges Thema, was Sie anschneiden, was uns auch umtreibt und natürlich auch mit Sorge umtreibt, wenn die Preisentwicklung sehr hoch war. Aber ich hoffe, es stabilisiert sich jetzt für die folgende Zeit. Zumindest zeigen es im Moment die Weltmärkte und in der Berechnungsformel, wie ich es Ihnen eingangs signalisiert habe, sollte das dann auch bei Ihnen ankommen. Dankeschön. So, und dann habe ich noch eine Frage. Romy Heinig. Ist Romy Heinig da? Weil mir noch nicht signalisiert ist, dass sie da ist. Scheint nicht gekommen zu sein. Dann werden wir bei den beiden, die jetzt Fragen eingereicht haben und dann aber nicht hier im Rat erschienen sind, genauso wie bei allen anderen, es schriftlich beantworten. Und darf mich aber bei denjenigen ganz herzlich besonders bedanken, die nicht nur ihre Sorgen und Nöten per Frage eingereicht haben, sondern auch natürlich den Mut gehabt haben, hier sie vorzutragen. Vielen Dank für Ihr Kommen und für Ihr Engagement. So, damit darf ich die Einwohnerfragestunde schließen und hier